Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Sunny von Sunnys Bastel-Eck, und heute melde ich mich mit einem Walkthrough-Video bei euch. Und zwar geht es um dieses kleine, große Projekt. Ich habe mich schon vor längerer Zeit eigentlich zu dem Projekt dazugesetzt. Der ein oder andere hat vielleicht schon das Video gesehen mit der kleinen Box. Und die Box war eigentlich Inspiration für das Projekt, gemeinsam mit dem Papier von Stamperia. Das ist keine bezahlte Werbung, ich habe es einfach nur gesehen und wollte es haben. Das Set heißt House of Roses, also da sind nur mehr zwei, drei Seiten da. Also ich habe mir das Set einmal in 12×12 bestellt und oder gekauft, und zwar mal in 8×8, und weil ich mir nicht sicher war, ob es reichen wird, habe ich mir noch ein anderes Set dazu gekauft, wo man gedacht habe, das könnte vielleicht ganz gut passen. Ja, weiß aber jetzt nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall ist das Ganze ein bisschen Vintage angekauft, und ja, ich zeige euch jetzt einfach, was da drinnen ist, und werde dann auch in den nächsten Tagen, vielleicht auch eher Wochen, mal schauen, wie ich dazu komme, die einzelnen Tutorials hochladen. Also gedreht ist es schon und ich muss es nur noch zuschneiden, aber ja, das nimmt dann halt bei so einem großen Projekt auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber ich habe es jetzt endlich fertig gekriegt und ich wollte es euch zeigen. So, wir fangen an. Das Ganze ist mit Magneten verschlossen und lässt sich dann so öffnen. Mal schauen, ob ich das alles aufs Video aufkriege. Also man kann das Ganze mal nach oben und nach unten aufklappen. Eher unspektakulär dabei noch. Das habe ich jetzt eben eher flach gelassen, damit man das halt auch noch schön verschließen kann. Und wenn man es aufklappt, haben wir so links, ups, und rechts und in der Mitte was zu sehen. In der Mitte ist eher, ups, vielleicht so, so ein Fach drin. Also das Ganze soll entweder als Hochzeitsgeschenk dienen oder nicht nur entweder, ziemlich sicher. Genau. Und da habe ich mir gedacht, dass da in der Mitte dann eben genug Platz ist für die ganzen Geschenkkarten und Erinnerungsstücke, die man einfach so zusammensammelt den ganzen Tag über, und die kann man dann da reingeben und eben auch die ganzen Glückwunschkarten. So, jetzt legen wir uns das Ganze hin. Dann habe ich auf der linken Seite, so, schauen wir mal, dass ich drauf bin. So, da. Das ist das Cover quasi von dem Papierset, was es mir eben total angetan hat, und deswegen habe ich es einfach haben müssen. Genau, ich habe dann da übrigens noch dazu diese ganzen Chipboard-Elemente, die ich dann im Laufe des Vervollständigens mit Fotos dann eben auch noch zum Dekorieren verwenden werde. So, das Ganze lässt sich einmal nach oben hin aufklappen. Das ist eine eher flache Seite. Da hat man dann Platz für ein Foto oder eben ein paar Erinnerungswörter. Und wenn man das Ganze aufklappt, kommt das richtig coole. Ein Wasserfallziehelement, das sich einmal nach oben und einmal nach unten öffnet. Das finde ich total cool. Genau. Zudem gibt es ein Video, also oder wird es ein Video geben. Muss erst schneiden. Gibt es aber auch von Natano Creative. Müsst ihr mal schauen auf YouTube. Richtig, richtig cool. So, und auf der zweiten Seite, hoppala, befindet sich ein herausnehmbares, weil mit Magneten befestigtes Folio Album. Wir werden mal die Box kurz zur Seite geben und dann blättern wir so kurz gemeinsam durch. So.
Prinzipiell wäre das natürlich auch eine Möglichkeit, dieses Folioalbum in die Box innen reinzugeben, wenn man die richtigen Maße dazu hat. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Ich wollte das nämlich so machen, dass man eben das Folioalbum, das man auf der Seite hat, auch also einfach zweimal werkelt und einmal in die Mitte reinstellen kann. Kann man natürlich auch machen, muss man halt dann einfach 1 cm kleiner das Ganze machen. So, aber jetzt zu dem Folioalbum. Hoppala. Es ist also ein mehr interaktives Album. Also ich habe das auch mit Magneten verschlossen. Wenn man das so öffnet, hat man dann ganz viel Platz für Fotos und ja, ich finde das Papier einfach total schön und auch eben vorne und hinten. Und ich habe eben versucht, das Designpapier so zu gestalten, dass es gar nicht auseinanderschneidet. Also das ist jetzt einer von diesen 8x8 Inch Bögen. Die habe ich wirklich in der Mitte geschnitten und draufgeben und auf das Maß von diesem 8x8 Inch Papier sind eigentlich auch die ganzen Maße zu dem entstanden. Also ich habe, ich glaube, in Tutorials hupfe ich recht oft zwischen Zentimeter und Inch Angaben hin und her, eben aus dem Grund, weil es ja ein 8 Inch Papier ist. So, und natürlich habe ich auch auf der anderen Seite so gearbeitet und Magnete habe ich sehr viele verwendet bei dem Album, damit da eben auch nichts auseinander hupfen kann. So, die nächste Seite lässt sich nach oben hin aufklappen. Die Seite habe ich jetzt bewusst noch freigelassen, weil ich gedacht habe, also man braucht ja Platz, wo man was hinschreiben kann. Oder ja, einfach wo man noch ein bisschen frei und selber noch gestalten kann, das Ganze. Und dann haben wir da zwei Seiten, die sich noch nach außen hinklappen können und auch noch sehr viel Platz für Fotos bieten. Und wie gesagt, eben, dieses Designpapier ist so schön mit diesen Rosen, die sich darauf ranken. Ja, herrlich. Ich bin einfach sehr verliebt in das Papier. Und dann kann man da bei diesem Bändchen ziehen und dann versteckt sich dahinter noch eine geheime Seite, wo man noch was hineingeben kann oder Notizen reingeben kann. Oder was Persönliches, genau. Auf der nächsten Seite habe ich so kleine Pop-up-Seiten, die habe ich auch noch freigelassen, damit da wirklich nur die Fotos reinkommen, weil sonst wird das Ganze auch zu dick. Und damit man sich das Ganze auch anschauen kann, kann man die Seite drehen. Und dann, wenn man die Magneten auseinanderkriegt, kann man die Seite eröffnen und sich jede Seite schön anschauen. Also wenn dann da die Fotos drin sind, die müsst ihr euch jetzt vorstellen. Genau. Also alle 4 Seiten und dann rastet das Ganze mit dem Magneten wieder ein. Und auf der letzten Seite habe ich diese Karten, die man auch aus dem Designpapier ausschneiden kann, ausgeschnitten. Genau, und die dienen quasi als Verschlusselement, oder die sind da in diesem Pocket drin, und wenn man die rausnimmt, lässt sich dann die nächste Seite so öffnen und das Pocket kann man noch nach unten klappen und dann habe ich da noch ein Wasserfallelement gestaltet, das von Seite zu Seite eben immer um ein Stück größer wird, und auf der letzten Seite haben wir dann noch einmal dieses wunderschöne Designpapier. Ich finde es einfach wunderschön und eben für so einen Anlass, deswegen auch die Spitzen noch dazu für Hochzeit, passt das, glaube ich, total, total gut. Genau. Und dann kann man das Ganze wieder schließen. Und auf diese Kärtchen kann man dann auch noch hinten entweder eine Fotos draufgeben oder noch persönliche Notizen, wenn man sich zum Beispiel mehrere zusammenschließen zu einem Geschenk, kann auch jeder eine persönliche Notiz vielleicht draufschreiben. Ja, mal schauen, wie das am Ende noch ausschauen wird. Genau. Und so lässt sich das Ganze dann verschließen. Und das finde ich auch ziemlich cool, dass ich da das Designpapier habe ich vorne eben so flächig raufgeben oder versucht, so flächig wie möglich raufgeben, dass man es jetzt auf den ersten Blick gar nicht sieht, wie sich die Seite eben öffnen lässt. Genau.
So, und dann kann man das Ganze auch wieder in die Box geben und dann hat man alles schön verstaut und beieinander. Hoppala. Und eben das Folioalbum haltet da mit 3 super starken Magneten. Also das werdet ihr dann auch im Video sehen, wenn nicht sogar 4, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Ja, ist schon eine Zeit her, wo ich angefangen habe, dieses Video zu drehen. Anfang Herbst. Und jetzt haben wir Jänner, Mitte Jänner. Ja. Ich brauche nichts dazu sagen. Es läuft oder ist bei allen ziemlich gleich gelaufen. Der Herbst war einfach Katastrophe. Vom einen Kranksein ins nächste. Und ja. Nichtsdestotrotz habe ich es jetzt endlich geschafft, dieses Album fertig zu werkeln. Und ich finde es einfach super, super schön. Und ja, gefällt mir irrsinnig gut. Ich hoffe, euch hat diese Inspiration gefallen. Und wenn es euch gefällt, wie gesagt, in den nächsten Tagen werden die einzelnen Tutorials dann Stück für Stück online kommen. Ja, würde mich wie immer freuen über einen Daumen hoch, über liebe Kommentare. Abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ja, wünsche euch einen schönen Bastelabend. Baba!